Spitzenspiel an der Küste. Der zweite, der Greifswalder FC, empfängt den momentan Tabellenführer der Oberliga Blau-Weiß 90 aus Berlin und die beiden Teams trennen nur 3 mickrige Punkte. Die Hausherren kommen mit jeder Menge Selbstvertrauen in dieses Aufstiegsduell. Seit 7 Ligaspielen sind die Jungs von Trainer Roland Kroos schon ungeschlagen. Das wird heute keine einfache Aufgabe für die Berliner. Die können sich aber immerhin auf ihre Tormaschine im Sturm verlassen. Mike Brömer knipste gleich doppelt in den letzten 2 Ligapartien. Rein geht es in die Partie. Die Gäste aus dem Süden Berlins beginnen von links nach rechts in den dunkelblauen Trikots. Der FC im traditionellen Rot-Weiß. Der Liga-Primus hat auch die erste Offensivaktion und direkt wird Brömer gesucht. Behauptet den Ball und legt nochmal auf für Mensa. Die erste gute Möglichkeit nach 5 Minuten. Und Blau-Weiß lässt dem FC gar keine Luft zum Atmen. Immer wieder geht es über links. Lopez de Oliveira mit der Chance, bekommt jedoch keinen Druck hinter den Ball. Nach einer guten halben Stunde finden die Greifswalder dann ins Spiel. Probieren es über eine Ecke, gut getreten auf Müller. Haarscharf vorbei, da hat nicht viel gefehlt zur 1:0-Führung. Aber auch der Spitzenreiter tut sich schwer aus dem Spiel heraus. Vielleicht klappt es ja mal mit einem ruhenden Ball. Steinhauer bringt den direkt. Schneider im Nachfassen dann sicher. Der war gar nicht so einfach, so wie die Kugel da flattert. Nochmal besser in der Zeitlupe zu sehen. Das ist es dann auch schon gewesen mit der ersten Halbzeit. Mit 0:0 geht es zum Pausentee. Beide Teams zeigen sich bemüht. Etwas Zählbares springt dabei aber bisher nicht heraus. Rein geht es in die zweiten 45 Minuten und die Großmannschaft kommt direkt mit viel Feuer aus der Kabine. Die Kugel kommt zu Richardson, versucht es aus der Distanz immer einmal etwas aus dem Spiel heraus. Und der FC bleibt direkt am Drücken. Gut durchgesteckt auf Apia, Rocktäschel bekommt gerade noch so einen Fuß in den Schuss des Ganaes. Von der besten Offensive der Liga ist bisher in der zweiten Halbzeit wenig zu sehen. Steinhauer probiert es hier wieder direkt, der Versuch jedoch eher harmlos. Und die Gäste werden weiter nur über Standards gefährlich. Freistoß aus dem Halbfeld, Wiebach wartet am zweiten Pfosten und legt den nochmal quer auf Brömer. Das 0:1 in der 71. Minute durch Mike Brömer. Der Mann kann gar nicht aufhören mit dem Tore schießen. Es war bisher nicht sein Spiel, aber wenn man ihm so viel Platz gibt, dann bleibt er eiskalt. Knappe 20 Minuten sind noch zu gehen. Können die Berliner die knappe Führung über die Zeit retten? Natürlich schmeißen die Hausherren jetzt alles nach vorne. Richardson probiert es aus spitzem Winkel. Das Ding rauscht nur knapp vorbei. Kurz vor Schluss bekommen die Greifswalder nochmal einen Freistoß zugesprochen. Der segelt lange durch den Strafraum, doch am Ende hat Wiesner das Spielgerät sicher zwischen den Händen. Das ist dann auch die letzte Möglichkeit in diesem Spitzenspiel. Blau-Weiß 90 Berlin erkämpft sich die 3 Punkte an der Küste. Das war heute ein klassischer Arbeitssieg. Greifswald wachte in dieser Partie einfach zu spät auf. Die Meisterschaft ist damit aber noch nicht entschieden, denn der FC hat noch 2 Spiele weniger.